So, ich wünsche allen einen guten Tag. Und heute werde ich ein wenig über komplexe Zahlen erzählen. Meine Vorstellung ist, dass die meisten von euch komplexe Zahlen schon irgendwann einmal in der Schule gesehen haben. Und ich werde deswegen am Anfang bei der Einführung und bei den Rechen Arten und Formen relativ flott gehen, um dann ein bisschen was Interessanteres erzählen zu können. Der Anfang von komplexen Zahlen ist das Faktum, dass nicht jede quadratische Gleichung mit reellen Koeffizienten eine reelle Lösung hat. Also das typische Beispiel dafür ist natürlich die Funktion f von x ist gleich 1 plus x Quadrat. Die keine reellen Nullstellen hat. Genauer gesagt, wenn ihr euch die typische quadratische Gleichung ax Quadrat plus bx plus c ist gleich 0 ansieht, dann seht ihr, indem ihr das Quadrat vervollständigt und die Parabel in die Hauptscheitelform bringt oder wie auch immer man es nennen will, dass dieses Ding reelle Nullstellen hat, genau dann, wenn dieser Ausdruck b Quadrat minus 4ac die Diskriminante des quadratischen Polynoms größer als 0 ist. Wenn Delta gleich 0 ist, nur eine Nullstelle, wenn Delta größer 0 ist, tatsächlich zwei Nullstellen. Das Problem ist, dass die Formel für die Nullstellen x1, 2 ist gleich minus b plus minus Wurzel aus b Quadrat minus 4ac dividiert durch 2a. Euch nicht erlaubt, die Wurzel zu ziehen, wenn Delta kleiner als 0 ist. Naja, das Problem ist allerdings nur eines, das in unserem Kopf besteht, weil wenn ich beschließe, dass ich dieses Polynom hier, x Quadrat ist gleich minus 1, lösen können will, dann gebe ich der Wurzel aus minus 1 einfach einen Namen. Und der Name, den wir üblicherweise wählen, ist i. Und wir nennen das die imaginäre Einheit. Und mit dieser imaginären Einheit i funktioniert die quadratische Lösungsformel ganz genauso, wie sie es im reellen Fall tut. Also das gilt dann auch für die allgemeine quadratische Gleichung. Dass x 1, 2 ist gleich minus b plus minus Wurzel aus b Quadrat minus 4ac dividiert durch 2a die Gleichung löst. Um zu sagen, dass dieser Ausdruck die Gleichung löst, auch wenn b Quadrat minus 4ac kleiner als 0 ist,
muss man natürlich sagen, wie man mit solchen Ausdrücken, die ein I drin haben, rechnet. Und das ist das, was wir im Folgenden tun wollen. Und hier ist die Definition. Ein Ausdruck von der Form A plus IB, wo A und B reelle Zahlen ist, heißt eine komplexe Zahl. So, eine kurze Bemerkung. Formal gesehen ist das natürlich keine Definition, weil ich habe nicht gesagt, wie diese Ausdrücke dargestellt werden sollen aus mengentheoretischer Sicht. Das ist allerdings, um damit umgehen zu können, nicht wirklich erheblich. Also wir sollten eine komplexe Zahl in Wirklichkeit definieren, als ein Tupel von reellen Zahlen A, B aus dem R2. Aber wenn ich das tue, dann wird meine nächste Bemerkung wesentlich umständlicher. Und meine nächste Bemerkung ist: Wie rechnet man mit komplexen Zahlen? Und die Antwort ist einfach. Mit komplexen Zahlen rechnet man so wie üblich. So wie ihr es mit Termausdrücken gewohnt seid. Unter Berücksichtigung von der definierenden Regel. Die definierende Regel ist, dass i² gleich minus 1 ist. Gut, wir machen da gleich ein kurzes Beispiel dazu. Und ich würde immer vorschlagen, wenn ich ein Beispiel aufschreibe, dass ihr an der Stelle, wo ich beginne, das Beispiel zu lösen, einfach das Video anhaltet und es selber macht. Das bringt normalerweise wesentlich mehr. So. Also. Ich rechne mir das Produkt A plus IB mal C plus ID aus. Wie gesagt, Video anhalten, selber machen. Gut. Produkt von zwei Binomen. Ich kriege insgesamt vier Ausdrücke raus. Und das ist AC plus IAD. Wie schon gesagt, wie üblich bedeutet auch, dass ich kommutieren darf. Plus IBC. Plus IB mal ID. Der einzige Term, mit dem man da irgendwas tun muss, ist der da hier, weil hier kann ich die Regel anwenden und die Regel sagt mir, das ist gleich minus BD. Okay? Wenn ich das tue, steht hier AC minus BD. Und jetzt darf ich natürlich hier auch das I rausheben, AD plus BC. Gut. Ich rede gar nicht drüber, wie man
komplexe Zahlen addiert, nachdem das unter Anführungszeichen einfach ist. Einige kurze Bemerkungen zur Nomenklatur. Und zwar, wenn man so eine komplexe Zahl a plus ib hat, dann heißt a der Imaginärteil, a der Realteil, b der Imaginärteil Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat, der Absolutbetrag. Und a minus ib, die konjugierte Zahl. Man schreibt die komplexe Konjugation auch mit einem Querstrich, der über den ganzen Ausdruck drüber geht. Also a minus ib ist dasselbe wie a plus ib gequert. Gut, nachdem wir das eingeführt haben, hier einige kurze Bemerkungen zu, wie man damit rechnen kann. Ah ja, Sekunde, ich habe was vergessen. Ich habe hier nicht dazu geschrieben, dass das hier auch als Re-A geschrieben wird und das hier als Im-A. Also der Realteil ist Re-A und der Imaginärteil ist Im-A. So. Und die Bemerkungen sind einfache Formeln. Die Bemerkungen sind, dass wenn ich mir den Realteil von einer komplexen Zahl z ausrechnen will, dass das dasselbe ist wie z plus z konjugiert über 2. Der Imaginärteil von z ist z minus z konjugiert über 2i. Der Absolutbetrag von z ist die Wurzel aus z mal z konjugiert. Ihr seht also, dass man diese Ausdrücke, die wir vorher kennengelernt haben, Realteil, Imaginärteil und Absolutbetrag, alleine mit Hilfe von der komplexen Konjugation beschreiben kann. Jede von diesen Rechnungen ist eine einfache Übung, die ihr durchaus mal tun solltet. Und um das zu tun, ist tatsächlich nicht mehr zu tun, als das nachzurechnen. Gut, und das ist das Einzige bei den Grundrechenarten, worüber ich noch reden will, ist multiplikativ Inverse finden. Weil sobald wir wissen, dass wir multiplikative Inverse finden können für eine beliebige komplexe Zahlen z, die ungleich 0 sind, dann wissen wir auch, dass die Menge der komplexen Zahlen einen Körper bildet. So, und der Trick ist ein rechnerischer Trick, der wichtig ist und der euch zu Hilfe kommen wird, also werde ich Ihnen euch erzählen. Und der Trick ist einfach. Ich will 1 über z finden. Und um 1 über z zu finden, erweitere ich diesen Bruch mit z quer. Und
Wenn ich das getan habe, sehe ich, dass ich auf der rechten Seite z quer über Absolutbetrag z Quadrat habe. Naja, sobald ich das weiß, habe ich auch tatsächlich ein Multiplikativ-Inverses gefunden, wenn Absolutbetrag z ungleich 0 ist, also nicht a, nicht der Realteil von z und der Imaginärteil von z gleichzeitig 0 sind. So, machen wir das in einem kurzen Beispiel. Wir berechnen das Multiplikativ-Inverse von 1 über, na, schreiben wir hier 4, damit es ein bisschen hübscher ist, 4 plus 3i. Und wieder, Video anhalten, selber rechnen. Gut, ich erweitere den Bruch mit der komplex konjugierten zu 4 plus 3i. So, wenn ich das getan habe, dann steht hier 4 minus 3i und ich weiß, dass im Nenner eine reelle Zahl stehen wird, weil ich ja den Absolutbetrag von z dort habe. Das heißt, hier steht 4 mal 4 plus 3 mal 3 ist also 25. Und das Ergebnis ist also 4 25stel minus 3 25stel. Gut, an dieser Stelle haben wir ein einfaches Beispiel gerechnet, von wie man die Multiplikativinverse zu einer komplexen Zahl findet. Was wichtig ist, ist, dass diese Regel nicht nur eine Rechenregel ist, die ihr natürlich können und anwenden können müsst, sondern auch, dass uns die Regel erzählt, dass die Menge der komplexen Zahlen einen Körper bildet. Man müsste natürlich noch ein paar Sachen nachrechnen, aber nachdem ich vorher gesagt habe, mit komplexen Zahlen rechnet man nie mit Termausdrücken unter der Regel i Quadrat ist gleich minus 1. Und jetzt haben wir nachgerechnet, dass der einzige Ausdruck, der nicht einfach zu finden war, nämlich das Multiplikativ-Inverse, auch einfach zu finden ist. Kann man das glauben? Man kann natürlich auch alle Axiome, Körperaxiome nachrechnen. Das ist nicht schwierig. Für die von euch, die wissen, was die Körperaxiome sind, ist eine gute Übung. Man schreibt für diesen Körper typischerweise C, der Körper der komplexen Zahlen. Gut. An dieser Stelle möchte ich gerne dieses Video beenden und im nächsten Video werde ich ein bisschen über die Identifikation der komplexen Zahlen mit der reellen Ebene erzählen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.